Also herzlich willkommen hier an der Evangelischen Schule für Sozialwesen Luise Höfner in Bad Lausick. Heute ist hier ein ganz besonderer Tag, denn heute hat die Schule eine Band zu Besuch, die Banda Internationale. Nun sehen Sie die Eindrücke vom Songwriter-Workshop. Herr Ries, haben Sie selbst schon Songs geschrieben und wenn ja, wie viele? Also angemeldet sind bei der GEMA ungefähr 30 Songs. Ja, könnte hinhauen. Da ist alles Mögliche dabei. Und haben Sie zum Schluss noch Tipps für alle Leute, die einen Song selber schreiben wollen, aber nicht wissen, wie sie es angehen sollen? Ja klar, man sucht sich halt ein Thema, was einen gerade bewegt. Und, und dann sucht man sich eben seine Worte und versucht Worte zu finden, die halt sich gut reimen. Und es ist wichtig, dass man erstmal den Text schreibt, also wie so eine Art Gedicht. Das muss gut klingen, poetisch klingen, wenn es geht. Und die ganze Musik, das kommt alles erst danach. Wie würden Sie sagen, hat Musik Ihr Leben beeinflusst? Ich kann mich mit Musik definieren, sage ich mal. Also Musik ist genauso wichtig für mich, also wie Wasser und wie Luft. Also. Und nun sind Sie ja im Workshop Songwriting. Haben Sie denn selber schon mal Songs geschrieben? Und wenn ja, seit wann? Ich habe eigentlich eher Melodien zu Texten komponiert. Songs habe ich das eigentlich meistens für die Workshops gemacht oder mit den Teilnehmern. Aber selbst eigentlich nicht so oft, nee. Vielleicht ein oder zweimal. Okay. Und wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie in der Banda Internationale sind? Die Banda ist ein ganz großer Teil davon. Und ich kann mich daran erinnern, im Juni zum Beispiel 2016 habe ich mehr Konzerte gegeben als das ganze Leben vor Deutschland. Also jetzt ist es also sehr voll mit Musik. Schön. Und haben Sie eigentlich einen Lieblingssongtext? Und wenn ja, welchen? Wir haben vor ungefähr einer Woche an einer Schule ein Lied mit den Kindern gemacht. Es ging um Schulabriss. Das war ein richtig guter Text und das haben wir wie ein Show gemacht. Also das haben wir aufgenommen und Solo gespielt und das war mit einer Show mit Bewegung, Tanz. Das war eigentlich ein Rap- oder Hip-Hop-Song, aber das war richtig, richtig gut. Also das ist bis jetzt mein Lieblingssong eigentlich. Vielleicht nach oben gehen, wenn so eine Melodie. Okay, jetzt müsst ihr selber entscheiden, geht es jetzt weiter nach oben in der Strophe? Wir hoffen, Ihnen haben die Eindrücke vom heutigen Tag gefallen. Ja.